Geht es weiter mit dem 9. Teil des Minecraft EKG Let's Play. Ich hatte jetzt erstmal hier die Schiene verlegt, damit ich nach unten kann. Bin aber genau, naja, ich bin ja fertig geworden, das heißt, ich könnte erstmal wieder andere Tätigkeiten gucken. Jetzt mal, ob ich noch ein bisschen Eisen habe. Na, habe ich gerade nicht. Holzkohle ist ja auch noch hergestellt. Könnte ich ja hier nochmal reinschmeißen. Wir müssen mehr Holzkohle produzieren. Und draußen ist es tagsüber. Da zerfallen noch gerade die Bäume. Und die Sonne geht auf. Aber hier liegen auch wieder viele Setzlinge rum. Die nehme ich erstmal alle auf. Ich will eigentlich erstmal auch mal eine Schienenstrecke, eine längere Schienenstrecke legen. So als Projekt. Am besten Richtung eine, zu einer Wüste soll die Richtung sein. Da hinten kommt erstmal nur Ozean. Das heißt, ich muss sonst mal anders gucken, wie ich da hinkomme. Und da liegen auch noch Setzlinge und sogar Holz. Setzlinge und der Tastatur. Und dieses Problem hatte ich eigentlich gar nicht. Hier sitzt Ding und Holz rein. Ach, ich nehme mal kurz raus. Also hier steht das Haus. Ich sollte erstmal mal ein bisschen ernten. Ich weiß auch nicht, was hier Tastatur los ist. Dann eben der 14. November. Muss ein guter Tag werden. Weizenkörner jetzt ein paar mehr nachschützen können. Okay. Zack, aufgebraucht. Ich könnte ja aus den Schienen nochmal ich habe eine neue Diamantplatte. Das ist Gold. Eisen und Gold und der Teufelsvorkommen. Hier dieses Goldvorkommen abzubauen. Das ist ja ganz schön viel Gold, was hier ist. Jede Menge Gold abbauen hier. Damit ich, sag ich mal, im kommenden Part fange ich dann an, eine Schienenstrecke zu legen. Oder ein, nein, besser gesagt, erstmal, einen Bahnhof zu bauen. Sonst, also fange ich im nächsten Part an, einen Bahnhof zu bauen. Der kann ruhig auch zu Beginn unterirdisch sein, würde ich sonst aber auch, weil da so viel Wasser kommt, dann auch ins Oberirdische verlegen und die eine Diamantspitzhacke schon zerborsten. Und ich sollte in diesem Part noch ein bisschen mehr Rohstoffe sammeln und im nächsten Part damit beginnen, andere Sachen zu machen, also nicht mehr Eisen und Gold abzubauen, sondern einen Bahnhof zu bauen. Und der soll unterhalb meines Hauses sein. Wiederum noch, also Bahnhof, Haus bzw. Richtung Mine. So viel Eisen noch rum. Also Eisen, also das könnte man sagen, der Bahnhof heißt dann, also das Zuhause bzw. Mine. Sollte mir so sein, dass man da nicht schnell zur Mine kommen kann. Und ich könnte dieses Minengleis auch auf zweigleisig auch ausbauen. Ich hätte nämlich die Breite auf 3 Blöcke festgelegt. Und hier kann ich alles abbauen, weil das stört hier niemanden. Wenn ich hier das ganze Eisen und Gold abbaue.
Minecraft bleibt da ja einfach stehen. Da komme ich mal ein bisschen Erde rein. Da kommt ein bisschen Erde rein, damit ich da. Man will natürlich hier nicht durch die Mauer durchbrechen. Da es sonst nicht so schön aussieht. Da das eigentlich nicht das abbauen würde, sieht das nicht so schön aus. Deswegen lasse ich das da einfach drinnen, das Eisenerz. Und jetzt hier nochmal ein bisschen Gold abbauen. Dann nehme ich nochmal diesen Part ein bisschen mehr Rohstoffsammlerei. Jetzt habe ich ja bestimmt genug Eisen und Gold, um erstmal eine schöne Schienenstrecke zu legen. Fackeln habe ich irgendwie noch welche. Und dann habe ich keine mehr. Fackeln habe ich im Moment keine, muss also wieder welche herstellen. Und ich habe ja im Ofen da auch einmal. Power und meine Gold hier. Das ist richtig so eine Mine, wo man Eisen und Gold richtig farmen kann. Ist zwar nicht unendlich oft vorhanden, aber. Also auf einer Minecraft-Welt ist natürlich nichts unendlich oft vorhanden. Also natürlich gesehen, aber man könnte jetzt mal die Holz unendlich oft reproduzieren. Also Holz ist ein nie aufbrauchbarer Kohlenstoff in Minecraft. Den könnte man eigentlich nie aufgebraucht haben, wenn jemand überhaupt kein Holz mehr findet. In der Minecraft-Welt, man wird immer Holz finden. Man könnte es natürlich verschwenden, indem man einfach Holz abbaut in großen Mengen, in einen Wald rodet und dann anschließend Setzlinge und das Holz in Lava schmeißt. Aber das, sag ich mal, macht ja keiner, solche Rohstoffe in Lava zu schmeißen, weil Holz ist nämlich ja, was man eigentlich immer brauchen kann. Selbst in einer Diamantspitzhacke ist Holz enthalten. Und zwar in Form der Stöcker. Muss ja die Sticks machen. Und dafür braucht man Holz. Zwar relativ wenig. Also pro Block Holz, also pro abgebauten Baumstammblock, kann man 8 Stöcker herstellen. Das heißt, man müsste dann nur 2 Blöcke Holz abbauen und jetzt will ich wieder hoch. Geht auch wiederum schnell. Dann soll ja unterhalb des Hauses könnte ich dann einen Bahnhof herbauen. Oh, dann könnte ich den bauen. Also hier nicht. Sag mal, kann ich diese Schicht theoretisch noch abbauen? Ja, die kann ich noch abbauen. Diese Schicht kann ich noch abbauen, um das hier auf den Raum, da kann ruhig 3 Blöcke hoch gemacht werden. Erstmal das Eisen und Gold hier weg. Erstmal das Erz wegpacken, was zu brennen ist. Guck mal, wie lange ich schon aufnehme. Ich nehme jetzt schon seit 8 Minuten auf. Das heißt, der Part wird noch ein Weilchen dauern. Die Parts müssen immer generell etwas mehr als 20 Minuten laufen lassen. Hier baue ich auch mal so eine Art 2 Blöcke weiten Eingang. Soll ich hier runter gehen ein wenig? Sag ich mal 2 Blöcke gehe ich hier runter. Grab hier nochmal so um die 10 Blöcke weiter und dann werde ich einen bisschen größeren Raum ausfüllen. Und natürlich ist es gerade am Abend werden. Ich könnte eigentlich nochmal hier abernten. Erstmal damit bin ich wieder in eine. Wo hat kein Samen gedroppt? Ja, auch nur ein.
Der auch nur einen. Der hat auch nur einen gewappt. Jetzt kann ich auch schlafen gehen. Zack, die schlafen und hab schon die Hälfte des Parts erledigt erstmal. Jetzt gucke ich mal, ob ich. Hier ist es mit der Holzkohle fertig. 64 Stück, dann kann ich jetzt mal. So, da kommt was rein. Da kommt was rein. Hier splitte ich mal was auf. Das kommt hier auch rein. Ich kann natürlich jetzt noch mehr Holzkohle erstellen, indem ich einfach vorher so ein bisschen mehr drin. Das heißt, hier will ich auf 21 verkürzen und dann hier den Rest reinpacken und das Holz, das ich oben habe, kann ich dann erstmal verbrennen. Brote. Ich kann jetzt 5 Stück erstmal erstellen. Da habe ich jetzt wieder 11. Weil ich jetzt gerade 2,5 Hungerspunkte weniger habe. Und Knacks nochmal. Knochenbruch erleiden. Ah, ich muss dann noch das 64-6 nochmal hier machen. Und hier. Wohl eigentlich können auch eher das Eisenerz nehmen hier weg. 64 Eisenerz. Nochmal 64 Eisenerz und hier 64 Golderz rein. Das ist alles noch. Das ist alles Eisenbarren, Goldbarren und. Ich pack natürlich noch mehr hier rein hier. Ich will da nicht so viel verlieren. Falls ich irgendwie mal sterben würde. Das kann ich mal 64, habe ich immer schon 64 Deck gesammelt. 25, 33. 64, hier ist 64 voll. Ich mache jetzt mal diesen letzten Baum ab. Die 6 da hinein und hier 34 Setzlinge. 7 Birkensetzlinge kommen da immer hin. Und jetzt hier noch die Eichen abbauen. Wenn ich die Eichen abgebaut habe, kann ich in der Zwischenzeit erstmal das den Birkenholz zu Holzkohle verarbeiten in Gang setzen. Ich kann das Eichenholz rein. Dann muss ich die Setzlinge auch wiederum 7 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und jetzt zerfallen erstmal die Bäume, das heißt, ich kann erstmal nach unten gehen und hier aus der Holzkohle die 64 Stack an Birkenholz reinpacken, damit der erstmal wieder zur Holzkohle verarbeitet wird. So, das dauert erstmal ein Weilchen, also es dauert 46 Sekunden, bis das fertig ist. 46 Sekunden sind 11, oder knapp 11 Minuten, also 10 Minuten 40 Sekunden sind da. So lange dauert das, bis ein Brennvorgang fertig ist. Das heißt, er würde wahrscheinlich ja, so ungefähr gegen Ende des Parts fertig werden. Das ist ja ein kleines Projekt, habe ich jetzt ganz taghaft angefangen. Und zwar will ich nämlich 3, 4, 5, 6, 7 Setzlinge erstmal. Will ich nämlich einen Bahnhof hier unterirdisch hinbauen. Die Schienen werden wahrscheinlich eigentlich dann hier unten irgendwo rauskommen. Also irgendwo werden die hier rauskommen. Dann werden die hier oberirdisch lang führen, ab über das Wasser. Und das soll es in beide Richtungen geben. Ich glaube, ich würde die Nahrungsfarm noch mal ein bisschen modernisieren. Zack, und das doch einer werde ich. Wird noch ein bisschen dauern, bis ich hier alles voll gepackt habe mit Weizen. Habe ich schon wieder 5 Weizen. Jetzt kann ich hier noch die beiden restlichen Setzlinge aufnehmen. Da liegen auch schon wieder Äpfel rum.
natürlich auch jetzt noch relativ wertvoll, einen Apfel. Das ist nämlich so eine Nahrung hier noch. Und da liegen auch schon wieder drei Setzlinge. Oder sogar vier schon. Dann könnte ich nach exotischen Baumarten nämlich Ausschau halten. Da liegen ja noch mehr Setzlinge, aber die brauche ich jetzt mal nicht abernten. Habe ich noch irgendwie von dem Ding an Holz? Nein, habe ich nicht. Natürlich jetzt mal ein paar Cobblestones, die weg können. Das hier kann auch weg, das kann auch weg, das kann auch weg. Nämlich brauche ich mir noch einen Zaubertisch. Der Zaubertisch kann ich ja machen. Aber ich habe aber noch nicht genug Leder, also ich kann noch nicht genug Bücher herstellen. Also ich brauche ja noch mehr Bücher, deswegen. Und was brauche ich denn erstmal sonst? Einen Mond brauche ich nicht. Redstone-Lampen brauche ich nicht. Erde, Redstone, das packe ich auch erstmal weg. Brauche ich auch im Moment noch nicht, das brauche ich jetzt im nächsten Part. Dann brauche ich sonst noch nicht, sonst brauche ich noch die Fackeln. Hier rein. Diese zwei Fichtenholz, ich soll jetzt ein bisschen mehr Holz holen. Da ist sonst immer noch Holz. Da ist kein Holz mehr drin. Dann muss ich mir irgendwie eine der drei Holzarten holen. Da habe ich hier Fichtenholz, das heißt, dann nehme ich hier so ein bisschen hier raus, damit ich erstmal genug Holz habe. Und schon wieder ist ein Weizenstück fest verwachsen. Geht immer ziemlich schnell. Kann das direkt wieder ersetzen. Und da den Baum werde ich, den Wald werde ich nicht roden. Aber ich wollte schon mal mit diesem Projekt, kann ich jetzt trotzdem schon mal anfangen. Ich habe jetzt ja die Fackeln dazu. Vielleicht mal hier noch einen Block. Und hier gerade mal drei Blöcke in beide Richtungen. Und das ist jetzt hier ein unterirdischer Bahnhof. Die müssen mindestens 3x5 Blöcke oder 7x5 Blöcke sollen die immer sein. Oberirdische würde ich sonst immer mit Glas ausstatten. Da muss man natürlich erstmal einen Bahnhof bauen, der in die Wüste führt. Oder eine Strecke, die in die Wüste führt. Dazu muss ich erstmal einen Kompass herstellen, damit ich dann weiß, wo mein Spawn dann immer ist, damit ich dann immer zur Wüste laufen, zu einer Wüste laufen kann. Das ist jetzt mal 3. Oder 7x7 kann es auch sein. Oder eigentlich 7x7 ist eigentlich. Und da ist sogar schon die Oberfläche. Das heißt, ich muss dann noch ein bisschen mehr runter. Und da schon die Grasblöcke auftauchen. Ist nämlich schon die Oberfläche. Das heißt, dieser Bahnhof ist sozusagen eine Grenze von unterirdisch. Sie ist ja hinten als unterirdisch und da ist oberirdisch. Dann kann ich hier eine Grenze ziehen. Aber ich finde, dass hier oberhalb des Wassers statt. Das ist schon mal gut. Dann grabe ich mal hier einen Weg aus. Da, wo die Schiene später langführen wird. Und dasselbe ist auch hier. Ich muss jetzt noch ein bisschen erweitern. Ich glaube, den Berg muss ich dementsprechend noch ein bisschen erweitern. Damit das irgendwie komplett unterirdisch erscheint, dieser Bahnhof, der zumindest komplett unter Tage bleibt. Muss ich hier jetzt ein paar Blöcke weggraben, zusätzlich. Und hier muss ich die andere Strecke legen. Das soll ja in beide Richtungen führen. Dann muss natürlich hier auch die beiden extra Dinger rein. Und hier kommen einfach Knöpfe rein. Da kommen die Knöpfe jeweils so ran. Und hier kommen Booster Whales. Und
der Rest ist erstmal auf normalen Rails. Dabei soll die Weiche anfangs soll so anfangs gestellt sein. Wenn ich Knopf drücke, soll natürlich die Weiche auch umgestellt werden. Aber ich baue erstmal hier die Schienen hin, so soll das dann aussehen. Es wird schon wieder dunkel. Also ich fange jetzt hier schon an mit dem Bahnhof. Kann sein, dass er hier eigentlich auch schön sich hier mit einem schönen Übergang ins Oberirdische bekommen, dass er dass die Strecke von hier oberirdisch nach unterirdisch geht. Man soll dann jeden Bahnhof sozusagen mal entscheiden, ob man aussteigt. Hier kann man ja aussteigen. Natürlich muss hier noch ein sicherer Übergang gemacht werden. Also hier, wenn man von dort kommt, kann man hier eigentlich relativ simpel aussteigen. Hier ist es ja simpel. Wenn man Knopf gedrückt ist, wird die Schiene aktiviert und dann muss die Weiche auch. Das reicht schon, solange der Knopf gedrückt ist. Einfach, dass die Weiche sich dann so herumstellt, damit man in die Richtung weiterfährt. Und jetzt mal. Das ist natürlich jetzt mein Haus da offen, sozusagen. Als das Monster da so einen langen Weg finden, ist natürlich nicht ganz so glaubhaft, dass ich wirklich da reinlaufen und tun die sowieso nicht. Tun die sowieso nicht. Aber ich habe auch mal gleich erstmal den Verlangen, das diesen Part erstmal zu beenden. Obwohl eigentlich brauche ich das ja gar nicht. So weit brauche ich ja gar nicht graben. Ich sehe das Eisenerz natürlich irgendwie wieder hin. Und grabe jetzt hier ein sowas weg. Und dieser Block sollte dann auch weg. Und da hoffen wir mal, dass das Part euch gefallen hat. Zeigt mir Daumen nach oben, teilen oder auch abonnieren. Ups. Und dann bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao.